Ich gehe dann jetzt. Lucy, meine Süße. Ich habe den Tigerkäfig gereinigt und die Futterbehälter vorbereitet. Also, wenn es Ihnen recht ist, ich bin dran, das Abendessen zu machen. Hast du da nicht eine Kleinigkeit vergessen, meine Hübsche? Nur eine winzige Kleinigkeit? Mr. Runciter, bitte. Es war wirklich ein sehr anstrengender Tag für mich. Ich will aber nicht, Sir. Aber Lucy, Kind, ich dachte, wir hätten das alles letzte Woche schon geregelt. Wir wollen doch nicht vergessen, wer von uns beiden dein Gehalt zahlt. Es ist geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Warte! Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich sagte Ihnen doch, wir haben geschlossen. Wir wollen hier nichts kaufen, kleiner Mann. Wir wollen verkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie etwas haben, das für mich von Bedeutung sein könnte. Was Sie hier finden, sind ausschließlich äußerst seltene Tiere von allerhöchster Qualität. Na, was für ein Zufall. Qualität habe ich auch. Das ist der Preis für Demut, verstanden? Oh, bitte, bitte, nicht. Und wofür könnten wir Sie heute noch begeistern? Sir, vielleicht für ein bisschen Tugend. Nein, tun Sie meinen Tieren nichts, bitte. Ich flehe Sie an. Aber wie steht's denn mit der Ehre, kleiner Mann? Welchen Preis hat die Ehre? Oh mein Gott, nein! Dieser Tiger ist das seltenste Exemplar, das ich besitze. Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night. BR61661, melden Sie sich im Polizeipräsidium. Code 3, wiederhole, Code 3. Meine 12-Stunden-Streife ging gerade zu Ende, als ich die Meldung bekam. Eine willkommene Abwechslung, denn das Aufregendste, was ich in dieser Nacht gesehen hatte, war eine schizoide Oma, die in ihrer Unterwäsche Tänze aufgeführt hatte. Hatte ich nicht mehr bekommen, seit irgendeine Nutte Brians Schreibtisch vollgekotzt hatte. Und ich die Säuberungsaktion leiten durfte. In den anderthalb Jahren bei der Polizei war das immer noch mein dreckigster Job. Wo ist Captain Bryant? Ist heute krank, hat sich einen heftigen Fall von Leichenvergiftung zugezogen. Er hat mich persönlich gebeten, die Abteilung während seiner Abwesenheit zu übernehmen. Guzza war einer der alten Hasen, der auch die harten Sachen in den Straßen gesehen hatte. Er wirkte ganz umgänglich. Aber wenn man kein Freund von ihm war, musste man sich besser vorsehen. Ich hoffe, Sie haben die freie Zeit genossen, mein Kleiner. Denn jetzt kann's wirklich unangenehm werden. Kann's kaum erwarten. Freuen Sie sich bloß nicht zu früh. Die anderen Blade Runner sind voll beschäftigt. Holden saugt sein Essen durch den Strohhalm. Gav ist an der Tyrell-Sache und Steele arbeitet verdeckt an einem Sonderauftrag. Leider sind Sie der Einzige, der den Job übernehmen kann. Sie verstehen es wirklich, einen zu motivieren, Sir. Tiermord, drüben bei Runciter. Wahrscheinlich war es nur ein Verrückter, aber sie haben uns gerufen. Der alte Runciter hat ungefähr 1 Milliarde an Chinyen verloren. Verstehe, das ist eigentlich gar kein Job für unsere Abteilung. Haben Sie vielleicht was Besseres vor? Vielleicht wollen Sie Ihr Französisch aufbessern. Machst du heute Abend blau, Cowboy? Ich dachte, du hast einen Sonderauftrag. War nichts Besonderes, nachdem ich die Wichser weggeblasen hatte. Was ist passiert? Ein paar Reps haben sich bei Kaiser als Fibroplastarbeiter ausgegeben. Ich habe mich als Krankenschwester verkleidet, sie hatten keine Chance. Kann ich mir vorstellen. Hast du den Test gemacht? Ach Quatsch. Ich fühle da diese Intuition in meinem Bauch und die hat sich noch nie getäuscht. Wenn du die entwickelst, hast du eine glänzende Karriere vor dir. Okay, ich arbeite dran. Welchen Auftrag hat dir Guzza gegeben? Tiermord bei Runciters. Was, Tiermord? Ach, diese verdammten Hautjobs haben vor nichts, was wirklich lebt und atmet, Respekt. Und diesen verfluchten Elden Tyrell sollte man in einen Leichensack stecken und ein für alle Mal zum Mond schießen. Naja, ohne ihn hätten wir keinen Job. Ja, ich würde sagen, wir könnten einen bezahlten außerplanetarischen Urlaub gut gebrauchen. Du kannst jetzt aufhören, mir auf den Arsch zu glotzen. Sag mal, hast du etwa Augen im Hinterkopf? Du brauchst nur zu fragen, Cowboy. Der Handel mit Tieren war ein sehr einträgliches und angesehenes Geschäft, seitdem die meisten echten Tiere nach dem Dritten Weltkrieg ausgestorben waren. Obwohl es viele elektrische mit Akku gab, kaufte sich niemand, der was auf sich hielt, so eine Fälschung.
Was gefunden? Ein Chromteil. Von einem Auto? Also mit Sicherheit nicht von einem Pferd. Eintüten und kennzeichnen. Schon was rausgekriegt? Knapp 30 Fälle von Tiermord und ein Fall von schwerer Körperverletzung. Der Laden wurde demoliert. Da war dieses hilflose Tigerbaby. Es ist eine gottverdammte Tragödie. Wie geht's dem alten Runsighter? Er hat einen Schock. Er jammert ständig, dass seine Welt zusammengebrochen wäre. Würde dir genauso gehen, wenn es deine Tiere gewesen wären. Wie viele Täter waren es? Mindestens 2. Überall sind blutige Fußspuren. Muss ja ein schöner Anblick sein. Sonst noch irgendwas hier draußen entdeckt? Nein, gar nichts. Da drin ist die richtige Show. Abstrakte Kunst, die Wände und die Decke sind voll damit. Ich war noch nie ein Kunstliebhaber. Frag die Leute in der Gegend, vielleicht hat jemand was gesehen. Wird gemacht. Ich habe schon mal nach einer Brechstange oder irgendwelchem Werkzeug gesucht, nichts. Aber es sieht so aus, als hätten wir ein paar Spuren. Das Labor soll sie durch den Großrechner jagen, Menschen und Raps. Nach den Fußspuren zu urteilen, müssen es 2 sehr große Männer gewesen sein. Der eine zog den rechten Fuß nach. Ein Indiz, dass er entweder verletzt oder behindert war. Der andere schien viel beweglicher zu sein, geschmeidig. Ein ziemlich ungleiches Paar. McCoy, LPD. Ich bin absolut sicher, dass Lucy Devlin etwas mit dieser verabscheuungswürdigen Tat zu tun hat. Sie ist dieses junge Mädchen, das für mich arbeitet. Was denn? Sie hat dieses Gemetzel angerichtet? Nein, natürlich nicht. Es waren 2 Männer. Die haben das aber offenkundig mit ihr verabredet. Offenkundig? Wie sahen sie aus? Groß und unheimlich. Und absolut bösartig. Erzählen Sie mir mehr von dieser Lucy. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie arbeitet erst seit etwa einem Monat für mich. Sie ist ungefähr 14 Jahre alt, hat rosarote Haare. Ein sehr attraktives, junges Ding. Wie haben Sie sie kennengelernt? Sie kam mit einem Empfehlungsschreiben von Ogilvies aus der Nordwestzone zu mir. Er ist ein sehr angesehener Großhändler. Haben Sie sie gut behandelt? So gut wie jede junge Schlampe behandelt werden sollte. Hatte sie einen Schreibtisch oder irgendeinen Arbeitsplatz? Da drüben hat sie gesessen. Haben Sie irgendeine Idee, was die gesucht haben könnten? Zuerst wollten sie Geld, aber ich habe hier keine großen Summen im Laden. Dann dachte ich, dass sie meine Tiere stehlen wollten, aber sie haben angefangen, sie hinzurichten. Waren es vielleicht Replikanten? Wer sonst wäre wohl zu einer so barbarischen Tat fähig? Haben Sie je irgendwelche Geschäfte mit Herstellern von Replikanten gemacht? Mit der Tyrell Corporation? Ich weise diese Anschuldigung entschieden zurück. War ja nur eine Frage. Officer, im Mai habe ich persönlich Governor Colvick ein exquisites Bergeron-Fohlen verkauft. Ich war bei 3 verschiedenen Anlässen Gast in seinem Hause. Sehe ich etwa so aus, als ob ich es nötig hätte, falsche Produkte zu verkaufen? Mein Liebling, er war mein Baby. Sehen Sie doch mal nach, ob Sie noch das Empfehlungsschreiben von Ogilvies haben. Ja, es ist irgendwo hier. Einen Moment. Hier, bitte sehr. Bleiben Sie hier. Ich bin vielleicht noch nicht mit Ihnen fertig. Haben Sie die Aufzeichnungsdisk von dieser Überwachungskamera? Es spielt keine Rolle. Diese Mörder haben auch die Kamera zerschossen. Sie war Tausende von Chenien wert. Vielleicht wurden sie aufgezeichnet, bevor sie zerstört wurde. Ah, da ist vielleicht was dran. Ich glaube, das ist die Disk von heute Nacht. Fantastisch. Alle meine Tiere. Großkalibrig. Möglicherweise von einem außerplanetarischen Schnellfeuergewehr. Die Ballistiker würden es vielleicht feststellen können. Alle meine Tiere. Ein Spielzeughund. Howie Lee's in Chinatown. Ich hatte auch schon mal da gegessen. Ein Schokoriegel.
Ich konnte es nicht verstehen. Es machte einfach keinen Sinn. Die Tiere wurden ermordet, aber nichts gestohlen. Allein die kleinen Tiere hätten eine beträchtliche Summe auf dem Schwarzmarkt gebracht. Das Ganze kam mir wie ein Racheakt vor. Dachgeschoss. Labor. Irgendwas Neues für mich, Dino? Ich habe mich echt schon gefragt, wann Sie wohl auftauchen würden, McCoy. Die Patronenhülsen aus Runsweiters Tierhandlung gehören ins Museum für Militärgeschichte. Wieso? Sie stammen aus einem Endergewehr. Das gehört zur Standardausrüstung bei außerplanetarischen Militäreinsätzen. Großkalibrig. Dieses Geschoss kann einen Panzer glatt durchschlagen. Was soll ich daraus schließen? Wer auch immer dieses Gewehr benutzt hat, das hat er nicht einfach im nächstbesten Sportartikelgeschäft gekauft. Diese Teile sind Sammlerobjekte und sie sind nicht gerade billig. Sonst noch was? Wir haben die Tierkadaver von Runsiders untersucht, aber viel war nicht mehr davon übrig. Knochenmark? Etwa die Hälfte war echt. Die restlichen Tiere waren Fälschungen. Also hat Runsider seine Kunden betrogen? Hochentwickelte Fälschungen. Weit besser als der Schund, den man in der Animoid-Allee sieht. Dann wurden sie also legal hergestellt. Da kommen normalerweise Qualitätsprodukte her. Was ist mit den Verletzungen? Die meisten wurden aus nächster Nähe erschossen, aber einige wurden auch brutal mit einem Messer abgeschlachtet. Das sah ganz so aus, als wäre der Täter stocksauer auf irgendwas gewesen. Fleischermesser? Möglicherweise. Aber wer schneidet heutzutage noch Fleisch? Die netten Raps, hinter denen ich her bin. Wollen mal hoffen, dass Sie nächste Woche kein Beil aus meinem Rücken ziehen. Sonst noch was? Dieser schwarze Lack, den Sie an dem Hydranten gefunden haben, stammt von einem Auto. Sind Sie sicher? Der Aufprallwinkel lässt darauf schließen, dass es praktisch ein Frontalzusammenstoß war. Und nur wenige Spinnerfahrer sind so bescheuert, dass sie beim Senkrechtstart gegen einen Hydranten auf Straßenebene knallen. Ich habe gehört, dass Ihre Frau den Führerschein wiederbekommen hat. Sie sind ja ein echter Scherzkeks, McCoy. Sonst noch was? Das Stück Chrom, das Sie vor Runsiders gefunden haben, stammt von einem 1995er Pontiac. Schöner Wagen. Nicht übel. Würde ich aber nicht gerade einen Klassiker nennen. Sonst noch was? Nicht das geringste, Mann. Vielleicht später. Hauptcomputer und Übungsraum. Nach den aktuellen Zahlen des Justizministeriums hat sich die Zahl der gewalttätigen Straßenkriminalitätsdelikte im letzten Jahr um schwindelerregende 26% erhöht. Gouverneur Kolvik führt den Anstieg auf die dramatische Zunahme der Zahl der Sonderfälle zurück, die als Einwohner der Stadt registriert sind, und versprach die Einführung härterer Bedingungen bei den Zuwanderungsgesetzen der Stadt innerhalb der nächsten 6 Monate. Also, wenn das nicht Ray McCoy ist, lässt sich Bryant endlich mit den großen Jungs spielen? Ist meine offizielle Befugnis vom Sicherheitsdienst schon da? Ja. Hast du deine Knarre mitgebracht? Na, ich werde doch nicht ohne aus dem Haus gehen. Steele läuft seit 2 Wochen jeden zweiten Tag durch das Labyrinth. Und die Ziele sind inzwischen ein bisschen ramponiert. Aber Guzza wollte doch ein paar neue anfordern. Guzza habe ich seit 1 Monat nicht mehr hier gesehen. Er hatte wohl viel zu tun. Armer Kerl, der ganze Papierkram macht ihn total fertig. Aber unterschätze ihn nicht, McCoy. Guzza kann ganz schön hart werden, wenn es drauf ankommt. Ich erinnere mich noch gut. Einmal, als wir damals noch bei der Sitte zusammengearbeitet haben, hat er 2 Zuhälter, die uns frech kamen, mit Aceton übergossen und ein Streichholz angezündet. Ich sag dir, das sah aus wie ein Riesenfeuerwerk. Fantastisch. Scanne Videodisk. 2 vergrößerungsfähige Bilder gefunden. Füge vergrößerungsfähige Bilder KIA Datenbank zu. Runsiders Tierhandlung.
Eine Sushi-Speisekarte von Howie Lees. Mach mir davon einen Ausdruck. Hallo, Lucy. Mach mir davon einen Ausdruck. Run Sighters Tierhandlung. Er kommt mir bekannt vor. Mach mir davon einen Ausdruck. Ein Kennzeichen aus dieser Gegend. Mach mir davon einen Ausdruck. Erdgeschoss. Bryant ist permanent beurlaubt und Sie übernehmen sein Büro, oder wie ist das, Lieutenant? Sie kennen ja die Prozedur. Geben Sie alles oben in den Großrechner ein und ich lese es dann später. In Ordnung. Entschuldigen Sie die Störung, Lieutenant. Ich wollte mich nur melden. Na, dann machen Sie sich wieder an die Arbeit. Diese Reps ziehen sich nicht von allein aus dem Verkehr. Tja, zum Selbstmord neigende Ziele würden mir die Arbeit sehr viel erleichtern. Jeder hat seine Aufgabe, Kleiner. Echtes Sushi. Ein Luxus, den sich nur noch die Elite leisten konnte. Da die meisten Meeresorganismen seit dem Dritten Weltkrieg strahlenverseucht waren. Wir Restlichen mussten New Suge essen, eine Mischung aus Soja und Außenweltalgen. McCoy, LPD. Ich will Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Tut mir leid, alter Junge. Ich habe einfach keine Zeit. Ich nach hinten noch was zusammenmischen. Sie sehen wie ein ziemlich cleverer Bursche aus. Wollen Sie ein bisschen Geld verdienen? Wenn Sie gut zahlen, haben Sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Kommt drauf an, was die Information wert ist. Leider, alter Junge, muss ich los. Fabelhaftes Essen, alter Mann! Bis dann! Entschuldigung, Cowboy. Hm, ein wunderschöner Abend, nicht? Wenn Geschäft gut, Abend immer wunderschön. Seit wann arbeitet dieser Koch für Sie? Suchen? Erst seit einem Monat. Erstklassiger Koch, kann zubereiten alle möglichen Sorten Yusuf. Dieses Papier stammt von Ihrem Lokal, nicht wahr? Könnte sein. Die Essstäbchen stammen von Yoshis Gaststättenbedarf. Was ist heute Abend richtig frisch? Eine frische Lieferung von Toro ist gerade angekommen. Für Sie mache ich sofort eine Portion, für sonst niemanden. Absolut einwandfrei. Sie sind ein Fürst, Howie. Bis später, Howie.
Howie meint, Sie wären ein Meisterkoch. Sieh nicht hier rein. Luft schlecht. Dauert nur eine Minute. Ich suche ein Mädchen, etwa 14 Jahre alt, mit rosarotem Haar. Haben Sie sie gesehen? Ich kenne sie nicht. Kennen Sie dieses Mädchen oder nicht? Nein, weiß nicht, wen ich kenne und wen ich nicht kenne. Ich kenne sie nicht. Denken Sie gut nach. Okay, vielleicht mal gesehen. In der Bahn. Richtung Norden. Schnellbahn. Richtung Norden mit der Schnellbahn. Abgeschlossen. Nichts, was auch nur annähernd interessant war. Aber schließlich hatte ich auch keine großen Erwartungen gehabt. Bis später, Harry. Es geht das Gerücht, dass du dir deine Streifen verdienst, McCoy. Ich arbeite dran. Weiter so. Vielleicht hast du noch eine Zukunft in dieser Branche. Wie ich gehört habe, sollen die Bonuszahlungen fantastisch sein. Hast du den Typen getestet, bevor du ihn aus dem Verkehr gezogen hast? War nicht nötig. Darum nennt man es Bauchgefühl. Langsam verstehe ich. Wenn du je einen Menschen aus dem Verkehr ziehst, ist es mit deiner Karriere vorbei. Vergiss das nicht. Ich habe bei der UNR nachgeforscht. Es sieht so aus, als ob deine Reps für das Massaker im Mondbus verantwortlich waren. Hat man den Mondbus je gefunden? Hat sich in Luft aufgelöst. Bryant glaubt, er ist draußen im Kippel runtergegangen. Um wie viele Reps handelt es sich? Genug. Es sind Nexus 6er, also warte nicht zu lange. Hab verstanden. Wer? Nummer Ihres Stockwerks bitte. Dachgeschoss.
Apartments, Erdgeschoss. McCoy, 88F. 88, danke. Ich wohnte jetzt mit dem besten Mädchen zusammen, das ich je gekannt hatte. Sie war genau 2 Jahre alt und voller Lebenskraft und Liebe. Sie hatte mich zwar fast ein Jahresgehalt gekostet, aber sie war es wert. Es war ein schönes Gefühl, nach getaner Drecksarbeit einen warmen Körper neben sich zu spüren. Und die Prämie, die ich in diesem Fall fürs aus dem Verkehr ziehen kassieren werde, wird dazu beitragen, einen Partner für sie zu kaufen. Braves Hündchen. Wer ist der beste Hund auf der ganzen Welt? Hier, bitte, mein Mädchen. Futterzeit. Subin war der erste Nexus 6er, dem ich je begegnet bin. Es war etwas in seinem Blick. Ein beinahe menschliches Verlangen nach Leben. Die meisten der Dreier, Vierer und Fünfer, die ich getroffen hatte, haben einfach sofort aufgegeben, wenn man sie erwischt hatte. Aber diese Sechser, die hatten echt mehr drauf. Blauer Himmel und sonnige Tage erwarten Sie auf dem Kolonialplaneten. Keine neuen Nachrichten. Tja, ich bin äußerst begehrt. Porträt eines Mannes mit Schlafdefizit.